lädt doch förmlich wirklich zum Relaxen und langen Bahnenschwimmen ein, oder? Toll, würde ich am liebsten jetzt reinspringen. Besonders indisch relaxen möchte, der kann auch hier in diesem netten Strandhäuschen oder Poolhäuschen sich gemütlich machen. Ebenfalls nochmal eine kurze Präsentation des Pools. Da hinten ist Restaurant, Bar, Animation wird durchgeführt. Ja, und nette Musik läuft ja, wie man hören kann. Nee, dat niet, maar je hebt gewoon... Hier zijn die animationsinformationen. Wo geht's denn hier hin? Das werde ich jetzt gleich mal rausfinden. Also mir folgen. Aha, ein Hinweisschild à la carte Restaurant. Na, da gehen wir doch erstmal hin. Ist das nicht unwahrscheinlich erholsam hier? Mit tollen Palmen. Ein Palmengarten. Nochmal mitten im Palmengarten. Wenn man nun müde geworden ist von der Wanderei, kann man auch hier mal Platz nehmen. Auch was Interessantes. Eine Hängeschaukel. Super. Okay, mein Weg führt nun weiter. Ich bin schon ein à la carte Restaurant. A la carte Restaurant mit Kebab. Das ist dann mit Sicherheit das Restaurant, wo man Kebab dann halten kann. Hier auch nochmal ein Restaurant und zwar nennt sich es Bluefish. Das heißt, dass man hier mit Sicherheit sämtliche Arten von Fisch genießen kann.
auch für Kinder ist natürlich unwahrscheinlich viel hier vorhanden. Hübsch, nett. Karussell. Und da hinten sogar ein, was ist das? Ein Boot. Schön. All das, was wir als Kinder doch sehr, sehr gern gemacht haben. Dieses Gerät hier setze ich mich heute noch rein. Und das ist doch auch ganz hübsch hier. Die Eisenbahn. Naja, ist wohl ein bisschen klein, aber schick gestaltet. Nun möchte ich doch noch mal darauf hinweisen, dass es wunderschön ist von hinten. Delfin Hotel Ressource, Moment, es dauert noch ein halbes Minütchen, bis ich angelangt bin. Aber mit Sicherheit kann man gleich die Hinteransicht des Delfin Hotel Ressource näher betrachten. Bis dahin laufe ich noch durch den Park. Moment, ich muss auch noch mal darauf hinweisen. Hier ebenfalls noch eine Strandboutique. Kann man dann schicke Sachen über den Bikini kaufen kann? Sieht doch schick aus, oder? Oh, da hinten habe ich auch noch was. Sieht ja auch sehr hübsch aus. Für am Strand entlang zu wandern, über den Bikini. Und hier erhält man natürlich auch diese Daten. Das ist ein schickes Modell. Tigerlook. Gehe ich noch etwas durch den Park, um dann die Hinteransicht des Hotel Delfin Ressource noch einmal zu präsentieren. Ich glaube, die Animation beginnt gerade. Laufen wir mal ganz kurz hin. Ah, da hinten habe ich noch etwas entdeckt, die Wasserrutsche. Also laufen wir da mal schnell hin. Erfrischungen kann man natürlich auch jederzeit zu sich nehmen. Dankeschön. Ach, hier habe ich gerade das Fußbett für Massage erhalten. Ja, das ist doch auch eine tolle Angelegenheit, oder? Die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und nun sind wir endlich angelangt an der Hinteransicht des Delfin Hotel Resort. Sehr, sehr schick.
Etwas weiter davon ist ein anderes Hotel. Direkt dahinter liegt dieses Hotel, auch mit Sicht zum Pool und Strand. Das werde ich sehr wahrscheinlich heute Nachmittag oder morgen noch ausfinden und Ihnen dann mit Sicherheit auch präsentieren. Nun zur Wasserrutsche. Ja, die Wasserrutsche. Und nun gehen wir mal zur Poolbar. Poolbar, okay. Denn das muss man doch auch mal präsentieren. Delfin Imperial Lara. Schickes Foto. Nun ein Blick zur Poolbar. Weiter zu einem weiteren Restaurant. Hier stehe ich nur mit Besuch in einem Terrassenrestaurant. Und eine Besonderheit in der Türkei ist Gözleme. Zwischen 12 und 17 Uhr. Das ist eine Art von, würde ich sagen, Eierkuchen bzw. Krebs. Zum Ressort Eisdiele von 10 bis 18 Uhr. Auf diesen Pavillon möchte ich auch hinweisen, und zwar Deluxe Hus. Na, das ist doch auch gemütlich hier zu sitzen. Hier kann man also verschiedene Arten von Eisbechern zu sich nehmen. So, ich denke mir, ich habe meine Führung fast beendet und werde nun von dem Poolbereich wieder in den Innenbereich gehen. Seite präsentiert. Auch sehr schön, denn da oben in der ersten Etage
so wie das aussieht, werde ich mit Sicherheit mir gleich auch so einen schicken Sonnenliege, wie man ja sieht, reservieren. Oder eventuell setze ich mich in diesem Bereich da, auch gemütlich, da habe ich den Schirm auch drunter. Scheinen einige Schirme vorhanden zu sein. Also werde ich meine Führung jetzt fast beenden, aber wir gehen noch in den Innenbereich und dann sonne ich mich einfach mal und relaxe. Für Schachfreunde. Die finden also hier auch ihre Leidenschaft. Kann ich ja mal dazwischen stellen. So. Ich bin da nicht so der Profi drin. Ich kenne mich da nicht ganz so gut drin aus. Okay. Ich bin jetzt im Innenbereich wieder angelangt, ja, wie man sieht an den Gemälden, hinten die Gemälde. Und hier stehe ich nun vor dem Parfum, das heißt Parfum. Hier können wir mal kurz reingehen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, bitteschön. Also der Friseurladen. Ja. Schönen guten Tag. Wenn man seine Frisur wieder auf Vordermann bringen möchte. Genau. Sehr schön. Jeden Tag von 9 bis 20 Uhr. Geöffnet ist von 9 bis 20 Uhr. Schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss. Ja. Na und diese tollen Mädchen hier, links und rechts, hätte ich jetzt mal gerne in meinem Wohnambiente stehen, ja? Sind doch besonders schön. Welt und sparenreich. Wie man hier sieht. Welt, spar und schicken. Also mir folgen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Mit den Weinschaumwein. Diese Weinwein, sehr, sehr hübsch ist. Vor dem Wellness und Schwaderreich. Schönen Tag. Wie ist das in der Hallenbad? Ich finde es wunderbar, dass wir eine Führung machen. Ja. Ja. Der Hauptchef des Wellness und Schwaderreich. Und der Umkleidekabinen, Duschen, Toilette. Ahmed. Ahmed. Und hier, bitte schön. Und Ahmed führt uns jetzt mal rum. Ja. Super. Hier ist das in der Dampfbad. Oh, sehr dunkel hier. Kann man ein Licht machen? Leider, ich denke nicht. Ja, dann müsst ihr das entschuldigen, wenn das auf der Kamera nicht ganz gut Dampf, ist. Dampfbad ist kostenlos. Aha, ja. Das ist ja wunderbar. Und hier ist das Peeling- und Schaumzimmer. Oh, da treten wir doch glatt mal ein. Peeling- und Schaumzimmer. Sehr schön. Besonders die Musik stimuliert einen wieder sehr. Toll. Jeweils links und rechts Peeling und Schaumzimmer. Ja. Hier ist Sauna. Ah, noch eine Art von Sauna. Was ist das für eine Art von
Sauna? Sauna, normal Sauna. Normal Sauna. Ja. Okay. Super. Oh, das ist ja besonders schick hier. Das ist türkisch Hammam. Ich präsentiere türkisch Hammam. 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 Also, die Business-Reise-Interessenten, die heißt türkisch Hammam. Ja, aber nicht Hamham. Nicht Hamham. Hamham. Hammam. 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 Wir machen hier Peeling und Schaummassage. Peeling und Schaummassage. Und Schaummassage. Sehr, sehr schick. Toll. Oh, wir können wieder unwahrscheinlich heiß. Ja, verdammt heiß geworden. Jetzt gehen wir in den Außenbereich. Balinese Massage. Bali Massage. Ja. Das mit Öl. Oh, fantastisch. Aus Balinese. Toll. Das ist die Thai Massage. Hier. Ja. In diesem Räume. Thai Massage ist das ohne Öl. Ohne Press, Punkte, Strichen, Einrenken. Bali Massage mit Öl. Super. Wir haben vier Balinese Damen aus Bali. Aha, ganz toll. Macht diese Massage. Ganz tolle Sache wird hier angeboten in Delphin Hotels und Ressorts. Darf auch mal auf das Häuschen hinweisen, wo die Massagen durchgeführt werden. Wir haben Glück, es ist gerade frei. Also dürfen wir mal kurz ein Häuschen filmen. Das ist doch sehr gemütlich, oder? Ja, da. Wir können natürlich schon ein bisschen sehen, ja. Hübsch hergerichtet. Dies lädt zum Entspannen ein. Ja. Besonders schick. Auch die Dekoration. Ja, da wo dein Kimmel so sitzen. Sammeln wir. Sehr schön. Toll. Super. Schön. Ich danke dir ganz lieb, lieber Armin. Ah, geht noch weiter? Okay. Die Führung geht also noch weiter. Wir kommen jetzt in den Massagebereich. Platz nach der Massage, dies ist der Ruheraum. Ebenfalls eine wunderschöne Entspannungs-Relax-Musik und super Sterne an der Decke. Oh, das sieht ja aus wie der reinste Sternenhimmel. Wunderschön. Toll. Einfach faszinierend. Super! Sterne habe ich ja schon immer geliebt. Man darf auch darauf hinweisen, auf diese tollen hier Kunstwerke und Gemälde mit ihren Ornamenten. Fantastisch gemacht. Ich gehe mal näher dran. Man sieht also richtig das Gold und Silber. Da das Silber und hier das Gold. Hier das Gold. Gold, Silber. Gold, Silber und Anthrazit. Sind Sie Paparazzi? Super. Sie sind Paparazzi? Nein, ich bin Model. Er Fotograf. Und hier super. Ist das Gesicht der Handlung. Sehr schick. Mit Barbore. Aha. Von Barbore, eine ganz bekannte Marke. Also werden nur die besten Sachen hier verwendet. Ja. Barbore ist in Aachen. Kenne ich. Ja. Kenn ich. Und hier ist Barbore Creme. Super.
tolle pflegende Creme. Super. Hier nochmal das Werbeschild von Marbur für Massage. Und Kälte. Oh, das ist ein Masseurin. Masseurin Feridel. Schönen guten Tag. Ja, dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Tschüss. Ja. Und dann gehe ich halt im Bad. Ah, da gehen wir doch hin. Okay, danke schön. Dies ist also das Hallenbad des Hotel Delphi Diva Resort. Auch wunderbar entspannt. Einen Moment. Hier möchte ich mal auf den tollen Whirlpool hinweisen, den man dann auch super relaxen kann. Toll! Also genug Platz zum Relaxen und Ausruhen ist ja nun wirklich vorhanden. Der kann sich natürlich auch in der hochwertigen Wellness-Massage-Dusche hier duschen. Ich verlasse nun das Hallenbad wieder. Ich hoffe, den Hauptchef des Massage- und Spa-Bereichs nochmal zu treffen und mich recht herzlich bei ihm für die Führung zu bedanken. Chef hier? Nein. Chef, maybe I can help you. There's Turkish bath. Right. And there's sauna. Let's see. Hier waren wir schon. Nein. And you have steam work also. I have no window. Chef, hallo, was? Ja, dann kann ich mich leider bei dem Chef jetzt des Wellness- und Spa-Center nicht bedanken, aber ich verabschiede mich gebührend. Ich wünsche euch noch allen einen schönen, angenehmen Tag. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Nun möchte ich auch nochmal auf den Fitnesscenter hinweisen. Nun, wer also sich jetzt nun abstrampeln möchte, noch nicht genug der körperlichen Betätigung hat am Tage, der kann hier Energien loswerden. Thank you.
Na, ich denke, Profis stehen hier wirklich genug Gerätschaften. Besonders beeindruckend finde ich ja dieses große Gerät da und hier. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Das überlasse ich dem Profi. Und nun verlasse ich den Bereich wieder. Ich muss jetzt nur noch den Ausgang finden, denn der Bereich ist hier so weitläufig und groß gehalten. Ah, super, ich bin wieder im Innenbereich des Hotels. Und nun werde ich die Treppe wieder hochgehen in den Präsentationseingangsbereich. Voll mit Glas ausgestattet, die in den Eingangsbereich führt. Frischer Zitronensaft. Also Prost. Und dann essen wir noch einen Joghurt. Sehr lecker. Wunderbar. Ja, auf diesem Platz normalerweise sitzt eine ganz süße Katze, Farbe schwarz. Die vermisse ich jetzt heute. Aber vielleicht begegnet sie mir ja heute Abend. Und dieses tolle Hotel werde ich mir dann auch noch entweder heute Nachmittag, mit Sicherheit heute Nachmittag, besichtigen. Ich beende nun meine Führung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Okay, also bis später. Ciao.